Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute habe ich wieder den Tobias Steinhäuser bei mir sitzen. Ich freue mich sehr, lieber Tobias, dass du Zeit gefunden hast. Hallo Hi. Und herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Und ja, freue mich, bin gespannt auf das Video. Ja, heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, wie man mit der aktuellen Situation umgehen kann. Wir meinen natürlich die aktuelle C-Situation. Ich spreche das jetzt mal nicht aus, weil YouTube da auch manchmal schnell löscht. Also es geht um die aktuelle Situation, die gerade jeden fast weltweit oder in Deutschland betrifft. Wir wollen aber jetzt nicht darauf eingehen, ob die ganzen Maßnahmen verhältnismäßig sind, was da wirklich jetzt dahinter steckt. Das ja, kann man zum Beispiel auch auf Telegram sich da austauschen mit Leuten, die das alles ein bisschen kritischer sehen. Heute wollen wir darüber sprechen, wie man die aktuelle Situation auch positiv nutzen kann. Das dürfen wir nämlich nicht vergessen, auch einen positiven Aspekt davon, dem abzugewinnen. Und Tobias, du hast ja schon so ein ähnliches Video auf deinem Kanal gemacht. Was würdest du raten? Wie sollen die Menschen mit der aktuellen Situation umgehen, wenn sie jetzt, das sagen wir ganz deutlich, wenn sie nicht unmittelbar betroffen sind, dass wirklich die Lebensgrundlage wegbricht? Ja, ich finde halt, man muss auch bei der Situation halt immer gucken. Natürlich ist es halt eine total bescheuerte Situation, sag ich mal. Aber man kann halt immer entscheiden, wie man damit umgeht. So, es bringt halt nichts, wenn man jetzt ja eben den Kopf irgendwie in den Sand steckt und auch noch schlecht drauf ist. So, dann kann man auch schlechter denken. Gibt es genug Studien dazu, dass man am besten und am klarsten handeln und denken kann, wenn man auch in einem guten Zustand ist und wenn man gut drauf ist. So. Und wenn schon schlechte Dinge passieren, die einfach nicht wirklich förderlich oder manchmal nicht wirklich sinnvoll sind, dann kann man halt auch gucken, wie kann man damit selber umgehen und solche Krisen halt auch immer als Chance sehen. So. Und genau, dieses positive Denken, natürlich nicht einfach Dinge irgendwie schönreden, finde ich immer, das ist immer wichtig dabei zu sagen, sondern schon die Realität anschauen, wie sie ist. Aber halt dann zu gucken, okay, was kann ich machen? So, wie kann ich das nutzen als Glück oder als Chance? So. Und was ist das, was ich positiv davon abgewinnen kann und was kann man da halt machen? Und gerade jetzt, finde ich, in der Situation ist es halt so, sonst sagt man immer, oh, man hat keine Zeit und man muss noch dieses und jenes machen und alles ist am Machen und alles noch mehr in diesem Hamsterrad, sag ich mal. Und jetzt stoppt das Hamsterrad halt mal gezwungenermaßen, man kann sich nicht so viel mit Leuten treffen, kann nicht weggehen in Restaurants oder sonst was. Für die Branchen ist es natürlich was anderes, aber für einen selber, wenn man davon jetzt nicht betroffen ist, oder ja, selbst wenn man betroffen ist, dann kann man es halt auch, ich weiß, dass es schwierig ist, so, aber dann kann man halt auch schauen, okay, was kann ich dadurch machen? So, wie kann ich mich vielleicht umorientieren? Vielleicht kann ich, wollte ich schon immer mal eine, weiß ich nicht, Weltreise machen oder sonst was, je nachdem, wie es halt finanziell natürlich die Situation ist. Oder halt, vielleicht war es auch einfach gar nicht der Job, den man eigentlich machen wollte. Und jetzt kann man sich mal drum kümmern und schauen, in eine andere Branche vielleicht zu gehen, andere Sachen zu machen, die man schon immer mal in seinem Leben machen wollte. So, und selbst wenn man in der Branche bleiben möchte, dann kann man ja auch gucken, Alternativen zu finden. Natürlich ist das doof und irgendwo, ja, wir wissen alles, mit den Maßnahmen ist halt, ja, teilweise alles sehr suspekt. Aber man kann halt gucken, wie man das Beste trotzdem aus der Situation machen kann. Aber die meisten betrifft es ja noch gar nicht in dem Maße, dass man jetzt ja, von der Existenzgrundlage irgendwie angegriffen wird. Und ich sag mal, selbst wenn, normalerweise wird man trotzdem immer irgendwie aufgefangen, dass man zumindest was zu essen irgendwie auf dem Teller hat. So, ja, auch wenn man dann natürlich nicht wirklich viel machen kann und sich viel leisten kann, aber man muss zumindest nicht verhungern. Da muss man auch mal wieder dran denken, was in anderen Ländern passiert. Jeden Tag verhungern Tausende von Menschen. So. Und wir beklagen uns, weil wir halt dann nicht unsere Haare schneiden können oder so. Also ja, natürlich muss man ne, alles ins Verhältnis setzen, aber trotzdem, das sollte nicht unser Glück bestimmen, wenn, ich sag mal, irgendwelche Luxussachen wegfallen, weil solange wir irgendwie Essen auf dem Tisch haben und ein Dach auf dem Kopf, was viele Menschen eben einfach nicht haben, dann ist es halt nochmal eine andere Stufe. Und
Genau, aber was man eben machen kann, finde ich, ist halt definitiv zu gucken, okay, jetzt hat man halt die Zeit, weil man sich nicht trifft mit irgendwelchen Leuten, man kann nicht so viel weggehen und es ist nicht so dieser Druck von außen da, alles immer schneller, höher, weiter, sondern jetzt ist jedem mal bewusst, okay, jetzt mal ein bisschen langsamer machen, mal einen Gang runterschalten. Und ich sag mal, einerseits ist es für die Welt auch ein Riesengeschenk, weil umwelttechnisch der ganze Verkehr, Luftverkehr, ja, die Himmel waren noch nie in den letzten Jahren so gut und die Luft. Und dann kann man halt gucken, okay, jetzt ist halt, weil man die Zeit hat, man kann gucken, okay, oft ist man noch in Kurzarbeit oder sonst was, hey, jetzt kann man sich mal wirklich um sich kümmern und sich in einen anderen Zustand bringen. So. Entweder kann man halt dran zerbrechen und manchmal mag es halt auch schwierig sein jetzt in der Situation, oder man fokussiert sich drauf, hey, wie kann ich das eben als Chance nutzen und wie kann ich da hingehen und sagen, hey, jetzt kann ich mich mal um meine Gesundheit kümmern, jetzt kann ich mal meine Ernährung umstellen, jetzt kann ich mal anderes Bewusstsein aufbauen, kann, weiß ich nicht, malen, was auch immer, was für Dinge man schon immer machen wollte. Und wirklich schauen mal, was macht mich eigentlich zufrieden? Oft ist man ja auch irgendwas hinterhergejagt und denkt, okay, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. So. Wenn ich die Ausbildung habe, den Job, dann bin ich glücklich. Oh, okay, dann wenn ich die Beförderung habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich dies und jenes gemacht habe, bin ich glücklich. Wenn ich Kinder habe, bin ich glücklich. Ja, und dann kommt immer das Nächste. So, am Ende machen die Dinge, wenn man irgendwas erreicht, das macht einen nicht glücklich. So, natürlich ist es schön und wenn man sich Ziele setzt, dann sollte man auch in die Richtung arbeiten, aber diese grundsätzliche innere Zufriedenheit, die kommt halt woanders her, wenn man halt an sich arbeitet und guckt und sich weiterentwickelt. Und dafür ist halt jetzt die perfekte Zeit. Weil, wie gesagt, jetzt ist halt die Zeit dazu. Jetzt kann man mal reflektieren und schauen, ja, was macht das alles mit einem und was kann man eben für eine Chance daraus ziehen? So. Ja. Ja, da stimme ich dir auf alle Fälle zu. Gerade Dinge, die man schon immer mal machen wollte, die man aufschieben, immer aufgeschoben hat, ob das jetzt auch bestimmte Bücher zu lesen, sich mit einer bestimmten Thematik intensiver auseinanderzusetzen, um neue Entspannungstechniken zu lernen, alles, was unserer Gesundheit förderlich ist. Weil, wie wir das auch im letzten Jahr erfahren haben, uns wird ja gar nicht mitgeteilt, wie wir unsere Gesundheit stärken können. Jetzt ist an die Zeit, Verantwortung zu übernehmen für die eigene Gesundheit. Wie oft bekomme ich auch Nachrichten, oh, du machst es so toll mit dem Essenzubereitung oder Sprossenzucht oder Wildkräuter sammeln, ich habe gar nicht die Zeit dafür. Dann sich jetzt mal bewusst wirklich den Moment zu nehmen, was ist einem die eigene Gesundheit wert? Also man muss es ja auch nicht, man kann ja auch Schritt für Schritt die Dinge umsetzen, aber dass man einfach mal beginnt, wieder Verantwortung für seine Gesundheit zu übernehmen. Wir beide, wir sind ja auch eher im Gesundheitsbereich unterwegs, deswegen ist der Fokus bei uns, dass wir sagen, kümmert euch um eure Gesundheit, nehmt wieder Selbstverantwortung. Das ist nicht nur die Ernährung, es ist auch die Entgiftung, mal eine Fastenphase, Ja. Darmreinigung, Entspannungsmethoden sind sehr wichtig in der schnelllebigen Zeit heutzutage, gerade auch wenn man in einer Großstadt lebt. Dann sich auch mal mit der richtigen Atmung beschäftigen, um gesundes Schlafen, also da gehört so viel mehr dazu. Und auch Nachrichten ausschalten gehört für mich definitiv dazu. Also wirklich nur gering dosiert sich mit den Themen, die um uns herum sind, beschäftigen. Wirklich sich mit sich selbst beschäftigen, mit der Familie mehr beschäftigen, mehr in die Natur gehen. Klar, beklagen sich dann schon auch einige, ja, man kann gar nicht mehr ins Kino gehen, essen gehen, man kann nicht mehr reisen. So ein Highlight ist mein Spaziergang am See. Aber gerade das sind auch Momente, die ich immer sehr genieße, in der Natur zu sein, dass man vielleicht auch wieder guckt, gut, ich kann jetzt nicht irgendwelche Unternehmungen machen, ich kann jetzt nicht weggehen, ich kann nicht tanzen, nicht essen, nicht Kino, geht alles nicht, was kann ich tun? Und dann gibt es ganz kostengünstige Möglichkeiten in der Natur auch sein Glück zu finden oder zu sich zu finden oder das zu genießen wieder, das ganz Einfache, raus in die Natur zu gehen. Ich glaube, das müssen einige Stadtmenschen auch vielleicht erstmal wieder lernen. Ja, das immer, also Arbeit, Familie und dann ja diese Ablenkungen auch, diese Freizeitablenkungen, ne? Dort sich treffen und dahin gehen und noch den Film schauen und dies und das. Ich glaube, das wird aber für einige auch sehr hart werden, wenn sie auf sich selbst zurückgeworfen sind, sich mal wieder mit sich selbst auseinanderzusetzen oder auch in Partnerschaften, wenn auf einmal keine Ablenkung mehr ist. Ja, So auf genau, sich. das ist ein Punkt. Ja, das wird in Familien, in Partnerschaften, auch Freundschaften, wird das auch sehr herausfordernd sein, gerade wenn man sich über die aktuelle Thematik uneins ist. Ja, dann der eine Partner denkt so, der andere sagt, nee, ich denke das aber so. Das ist auch eine herausfordernde Zeiten, aber die gilt es auch zu meistern. Aber das Wichtigste ist,
sich wirklich um sich selbst zu kümmern. Gut um die Gesundheit, Körper, Geist und Seele. Das sollte wirklich alles abgedeckt sein. Ja, und was du gerade auch angesprochen hast mit dem, sich um die Gesundheit zu kümmern, das war nämlich auch so ein Punkt, wir hatten jetzt nämlich auch wieder gefastet, so in der Zusammenarbeit, und jetzt ist es halt perfekt, so wenn man im Homeoffice ist, gerade wenn man zum Beispiel mal, ja, wenn man ein Saftfasten macht, so Saftfasten kann man jetzt super entspannt auch mal über einen längeren Zeitraum machen, in den meisten Fällen eben, wenn man im Homeoffice ist, weil dann kann man die Entgiftung und diesen ganzen Reinigungsprozess auch so ein bisschen steuern, und wenn man gerade mal irgendeine Konferenz hat oder irgendein Zoom-Meeting oder so, dann trinkt man halt vorher mal einen Saft, man ist dann mehr da und Entgiftung ist gerade erstmal nicht so stark, und dann kann man halt das schön in den Alltag mit einbauen, habe ich auch mal ein Video drüber gemacht jetzt, eben mit dem Fasten. Genau, und dafür ist es halt perfekt so. Man ist wirklich im Homeoffice, man kann mehr rausgehen, man kann sich halt wirklich um seine Gesundheit kümmern, man kocht mehr selber für sich, weil die Restaurants ja nicht so wirklich aufhaben. Und jetzt kann man halt gerade auch, wenn man eben Ernährung umstellt, so, dann ist man nicht so viel in Gesellschaft so. Und das ist dann halt der positive Effekt dran, weil dann kann man halt auch leichter jetzt die Ernährung umstellen, so, weil man gar nicht irgendwie in Versuchung ist. Man kann sich erstmal neue Gewohnheiten schaffen, eine Stabilität, neue Ernährung aufbauen. Und ja, wenn das Ganze losgeht, dann ist man da drin auch wieder gestärkter und hat ein ganz anderes Fundament so. Und mit dem Fasten halt genauso. Ja. Oder sonstige Dinge, wenn man mal Cassia Fistula, Darmreinigung macht und so weiter. Das kann man halt im Homeoffice auch mal nebenbei machen. Im Büro ist das mal nicht so angenehm meistens und mit Arbeitswegen und so weiter. Und ja, das ist halt zum Beispiel ein Riesenpunkt, finde ich. Und so ein zweiter Punkt neben dem, was ich vorhin eben gemeint habe, dass man halt auch guckt, wie kann man es eben jetzt nutzen, ist halt auch dieses Bewusstsein, was man dadurch entwickeln kann. Auch wenn es jetzt eine doofe Situation ist, aber es gab früher andere Situationen, Krieg ausgebrochen und so weiter. Dagegen ist das jetzt ja ein Klack, sag ich mal. Oder es leben heute noch genug Menschen in Kriegsgebieten. Und da ist es halt ein Punkt, dass man auch mal wieder das Bewusstsein entwickelt, hey, sonst denkt man immer, alles ist ja so straight und alles ist so sicher und ich weiß genau, was ich machen möchte. Und jetzt merkt man mal plötzlich, wie die Welt halt immer in der Veränderung ist. Und es verändert, es kann sich von jetzt auf den nächsten Tag, wie es ja jetzt eben sogar ist, alles verändern, so komplett. Das, was man sich irgendwie aufgebaut hat, kann dann weg sein. Und bist du dann noch glücklich, so? Das ist halt die Frage, ne? Natürlich setzt man sich Ziele und arbeitet darauf hin. Aber was passiert, wenn das nicht eintritt? Bist du dann glücklich so? Das sollte nie dein Glück bestimmen. Natürlich strebt man dahin und arbeitet darauf hin, was man wirklich in die Welt bringen möchte. So machen wir ja auch. Aber wenn sich die Situation verändert, muss man sich halt anpassen. Und ja, das, was man macht, ist ja auch immer ausschlaggebend, wie die Welt sich verändert. Ja, wenn man vor 100 Jahren irgendwie Informatiker war und programmiert hat, dann hat sich dafür keiner interessiert. So, da gab es noch keine Computer, und wenn man irgendwie sich mit solchen Dingen dann beschäftigt hat, so ist es halt immer alles im Wandel. Und dieses Bewusstsein dafür jetzt mal entwickeln, so, und oft ist einem auch nicht bewusst, man kann halt morgen auch sterben. So, was sind dann die Dinge, was man gerne machen würde? Dann würde man seine Zeit nicht verschwenden, mit irgendjemandem rumzustreiten und schlecht drauf zu sein, sondern man steht natürlich zu dem, was man machen möchte, aber man ist deswegen nicht schlecht drauf, sondern steht dazu, bezieht ganz klar Position, aber es bringt niemanden weiter, wenn man schlecht drauf ist dann, weil dann kann man eh einfach nicht mehr so klar denken und nicht mehr so klar mit der Situation umgehen. Und wie gesagt, den meisten ist nicht bewusst. Und meistens denkt man, man lebt ewig so. Wenn einem jeden Moment bewusst ist, dass man stirbt, klingt manchmal ein bisschen negativ, aber den meisten ist es eben nicht bewusst. Dann fängt man eigentlich erstmal an zu leben, wenn man halt wirklich bewusst ist, ey, es kann sich alles morgen verändern. Ich kann auch morgen über die Straße gehen und kann vom Bus überfahren werden und da muss ich nicht den ganzen Tag mit Angst rumlaufen, aber es sind Dinge, die einfach passieren können. Und da muss man nicht mal dran schuld sein, aber solche Dinge passieren tagtäglich.
Und deswegen muss man sich nicht jeden Tag Angst machen, weil das ist genau das, was jetzt halt kontraproduktiv ist und nirgendwo hinführt, dass man selber Angst hat. So. Und was eben nicht heißt, dass man nicht handelt und nicht dazu steht und gewisse Positionen bezieht oder gewisse Konsequenzen zieht, was man eben machen kann in dem Rahmen. Und ja, sich das eben bewusst zu machen, ey, es ist alles verändert sich, was macht mich wirklich glücklich? Ja, wenn ich jetzt sterben würde, was wären die Dinge? So meistens bereut man halt, gibt es ja oft diese Aussage auf dem Sterbebett, nicht die Dinge, die man irgendwie gemacht hat, wo einem peinlich war oder sonst was, sondern die Dinge, die man nicht getan hat, das, was man nicht gemacht hat. Ja, ja, weil man nicht irgendwie seine Wünsche, seine Träume, das, was man irgendwie in die Welt reinbringen wollte und anderen Menschen mitgeben wollte, gemacht hat. So, das ist der Punkt. Und ich finde auch, was mir auch so ein bisschen auffällt, dass die aktuelle Situation auch manchmal dazu führt, dass Menschen wirklich überlegen, in welchen Strukturen leben wir gerade? Machen die uns wirklich gesund und glücklich? Und wie wollen wir leben? Was muss sich in der Gesellschaft verändern, in diesen Systemen, wie wir leben wollen? Wir hatten ja vorhin, wie du kurz gesprochen, wo ich sage, ich fände es schön, wenn man sich in Deutschland eher regionaler versorgen könnte, dass der Fokus, die Hauptversorgung, Lebensmittel, dass es eher aus Deutschland oder den Nachbarländern kommt, dass die Lebensmittel nicht durch die ganze Welt gekarrt werden oder dass wir eben hier so eine Massentierhaltung haben, die eben viel Soja- oder Getreideerzeugnisse braucht aus aller Welt. Wir können das gar nicht mehr stemmen. Dass es eher so eine regionale Vernetzung gibt, dass man viel regional bezieht und nicht mehr diese Globalisierung, also eigentlich der Globalisierung entgegenwirkt. Wieder so. Aber ich finde auch nicht nur das regionale Ernähren, sondern auch das regionale Verwalten. Nicht, dass irgendjemand in Brüssel bestimmt, was machen wir hier, sondern dass wir wieder uns vernetzen, Nachbarschaftshilfe, dass wir uns wieder um den Nachbarn kümmern, dass wir uns, ja, also solche Strukturen, das fällt mir auch auf, dass solche Gedanken viele jetzt auch haben, dass es so als Gewinn, dass man jetzt so offensichtlich ist, was sind das für Strukturen, in denen wir hier leben und welche Struktur würde mich jetzt glücklicher einfach machen, ne? Also wo kann ich gesünder und glücklicher leben, ne? Das ist ja in diesen Strukturen nicht mehr so gegeben, wenn man nicht dieses Bewusstsein dafür hat. Und deswegen, da kommen wir wieder zur Selbstverantwortung. Gesundheit bedeutet immer Selbstverantwortung. Die kann man nicht abgeben an den Politiker oder an den Mediziner. Und ich habe letztens auch ein Interview gesehen, ein ehemaliger Chefarzt hat gesagt, die Selbstheilungskräfte sind uns immer aktiv, immer. Und wir müssen es uns nur bewusst machen wieder, dass wir enorme Selbstheilungskräfte haben. Wenn wir wieder in die Verantwortung gehen für unsere Gesundheit, dann brauchen wir uns auch keine Angst machen zu lassen. Ne? Das ist das Wichtigste, was man eben auch aus der aktuellen Situation lernen kann. Gesundheit. Also Gesundheit hat viel mit Selbstverantwortung zu tun. Und das auch, sich keine Angst machen zu lassen. Sich keine Angst machen zu lassen, weil Angst kann unser Immunsystem also für eine gewisse Zeit runterfahren. Es ist immer wichtig, bei sich zu bleiben. Eben. Und das ist ja genau das, was jetzt zählt, so dass man ein gutes Immunsystem hat. Und dann merkt man auch, wie der Körper da sofort zurückschlägt, wenn mal irgendein Angriff ist. Und genauso wie du es gesagt hast mit den Selbstheilungskräften, auch wenn der Knochen gebrochen ist, so der Arzt heilt den Knochen nicht, so der richtet es vielleicht, so damit es dann wieder selber zusammenwachsen kann. Aber der Körper heilt immer selber. So, man kann ihn halt dabei unterstützen, bestmögliche Atmosphäre schaffen und Bedingungen dafür. Aber der Körper heilt halt immer selber. Und das ist ein gravierender Unterschied. Klingt manchmal so ein bisschen marginal, so am Rande. Aber ist halt super wichtig zu merken, okay, der Körper macht seine Arbeit. Man muss ihn nur dabei unterstützen und gucken, wie man ihn dahin bringt. Ja, genau. Und wie gesagt, es ist halt jetzt die richtige Zeit, die Eigenverantwortung zu übernehmen. Und eben, man kann es halt auch als Riesenchance sehen. So, weil wenn wir jetzt weiter so gerast wären mit unserem Wirtschaftssystem, es ist halt so, dass man den Ast absägt, auf dem man sitzt. So, der Planet ist begrenzt. Man kann nicht immer weiter wachsen mit physischen Produkten. Ist unmöglich so. Kann man vielleicht mit Dienstleistungen oder so, wo man den Planeten nicht mit kaputt macht, aber mit physischen Produkten, da ist immer eine Grenze so. Man kann nur so und so viel Autos produzieren, man kann nur so und so viel Land besetzen. So. Es ist einfach nur so und so viel Platz auf diesem Planeten. Es ist einfach begrenzt. Und es klingt so simpel und es ist auch so simpel im Gesamtbild. Natürlich wird es komplex, wie alles so verstrickt ist in unserer Welt. Aber am Ende ist es so simpel, dass man eine begrenzte Welt hat und in einer begrenzten Welt kann man nicht nach unendlichen
ja, physischen Wachstum streben. Das ist einfach nur, ja, man muss dieses Wachstum auf eine andere Ebene verlagern, dann ist es die richtige Richtung. Und dafür kann man es halt jetzt als Riesenchance sehen, selber mal wieder wachsen, selber mal reflektieren und jetzt das mal nutzen und merken, hey, okay, ist es eigentlich sinnvoll, was wir in dieser Welt gemacht haben? Dinge überdenken, sei es auch sowas wie mit Homeoffice, wo man mal überlegen kann, okay, ist es vielleicht nicht sinnvoller, ja, nicht irgendwie für eine halbe Stunde Meeting nach New York zu fliegen und dann festzustellen, ah, okay, nee, das war jetzt nicht wichtig, treffen wir uns nächste Woche nochmal und fliegen nochmal hin. So, da mal wirklich wieder zu reflektieren, was ist sinnvoll, für was trifft man sich, wo trifft man sich und wie kann man hier ein bisschen anders wieder leben, im Einklang mit dem ganzen Planeten, mit der Natur und ja, da mal wieder Systeme und Strukturen, andere Denkweisen aufbauen und ja, jetzt ist es perfekt dafür. Ja. Ich danke dir, lieber Tobias. Ich denke, das war jetzt mal noch ein guter Einblick, wie wir, ja, was wir dazu denken und was wir so empfehlen. Da danke ich dir sehr für deine Ausführungen. Ich hoffe, die Zuschauer konnten auch ein bisschen was mitnehmen aus unseren Ausführungen. Hinterlasst gerne eure Gedanken und Meinungen dazu. Gerne auch konstruktive Kritik, aber bitte immer höflich bleiben. Das ist immer ganz wichtig. Also ich bin ja wirklich für Meinungsfreiheit, aber dann immer auf einem sachlichen und vernünftigen Level. Das war's von uns. Lasst euch gut gehen. Vielen Dank nochmal, Tobias, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut. Genau, lasst euch gut gehen in diesen herausfordernden Zeiten. Alles Liebe und bis bald. Macht's gut. Ciao.